Frankfurter Stumbe. Willkommen bei der Frankfurter Stumbe. Heute mit dabei der Michael. Guten Tag. Und der Olli. Servus. Und ich bin der Andi. Michael. Ja, bitte. Frohes neues Jahr. Frohes neues. Frohes neues. Ja, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Was rauchen wir heute? Heute gibt es die Camacho Shellback. Mhm. Hat der Olli mitgebracht. Mhm. Hast du die letzten bekommen? Die letzten bei uns im Laden. Also ja. Auf dem freien Markt kriegt man noch welche, aber auf im Laden unseres Vertrauens waren es die letzten 8, die ich noch gekauft habe. Ja, wird wohl auch so langsam, denke ich mal. Das war, soweit ich weiß, von dieser Brotherhood Series die erste. Hatten wir die Shellback, dann gab es die Check 6 und die Hardcharger. Hardcharger, die graue. Jeweils um die verschiedenen Truppenteile der US-Armee zu glorifizieren. Okay. Ja, ist überhaupt, es kommt ja so nicht alles von Camacho hier rüber. Hast du mir schon irgendwie gewundert, dass gerade die rübergekommen sind, weil die schon eher so typisch amerikanisch sind. Das stimmt, Und so wie man mitbekommt, sind die auch so, naja, so mittelmäßig angenommen worden, irgendwie, gell. Ja, was eigentlich schade ist, weil ich finde es einfach geil. Ja, aber die sind halt schon hochpreisiger im Vergleich zu den normalen Camachos, ne? Was kostet die, Olli? Die kostet 14,30 Euro. Ja. Also ein bisschen, also schon. Ja, die anderen, was kosten die? 10, 11, 12? 9, fängt an. Denk zum Beispiel an die, einen der letzten Camacho Nicaragua, da die Grand Churchill hat an die 10 Euro gekostet. Genau. Ist also schon ein Deutscher. Wobei, mit der Liberty, die jetzt ja kommt, sind wir auch schon die hochpreisigeren Camachos gewohnt. Okay, was wissen wir darüber, Olli? Also wir wissen, dass es seit 2015 gibt. Es ist auch die Limited Edition 2015. Läuft jetzt überall langsam aus. Also wer ja dann noch eine will, sollte schnellstens zuschlagen. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es geil. Ja, hat ein Ecuador-Deckblatt. Der Rest ist alles aus Nicaragua. Okay. Gute Mischung. Okay. Ja. 6 Inch lang. 50 Ringmaß. Ja. Schönes Format. Und 14,30. So ein kleines Toro, oder? Ja. 50er Ringmaß ist schon eher klein für. Ja, wird aber jetzt Toro. Kann man okay. Na gut. Erster Podcast im neuen Jahr. Juhu. Was machen wir anders da? Ich gar nichts. Vorgenommen haben wir uns nichts anders zu machen. Nee. Wer weiß, vielleicht kommt ja was. Hm. Nö, ganz entspannt, oder? Mal gucken, was das Jahr so bringt. Warten wir mal ab. Es kann nur besser werden. Ja, pff, das habe ich auch nach 20 gedacht oder nach 90 nicht. Also, so sicher. Nee. Optimistisch denken. Ja. 21 war gar nicht so schlecht. Naja. Zigarrenmäßig. Zigarrenmäßig war es gut, okay. Aber, aber öffentliches Leben mäßig war es genauso beschissen wie das Jahr davor. Ja. Ich habe mal ein Gedankenexperiment für euch. Ja, bitte. Frankfurter Flughafen. Ja. Haben wir. Kennen wir. Stehen zwei Flugzeuge. Mhm. Beide fliegen nach New York. Mhm. In das eine Flugzeug kannst du ohne, kann jeder ohne jegliche Sicherheitskontrolle einfach so reingehen. Mhm. Von Anfang bis zum Ende. Zack, rein, losfliegen. Irgendwo habe ich das gehört. In der zweiten Maschine sind die ganzen üblichen Sicherheitskontrollen. Mhm. Also, ihr kennt es alle, gell? Stunde nach Stunde und so weiter und so fort. In welches Flugzeug würdet ihr steigen? Was ist der Vorteil bei dem anderen, dass es schneller geht? Ganz offensichtlich, klar. Fliegen sie alle beide gleichzeitig ab? Also nacheinander? Macht's nicht so kompliziert. Okay. 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 Ich würde tatsächlich mich checken lassen. Ja, ich bin auch ein sehr sicherheitsbedachter Mensch in vielen Dingen. Ich denke auch, dass ich die Maschinen nehme. Der Andi mit Sicherheit halt nicht. Obwohl die Gefahr wahrscheinlich scheißegal ist. Nein, ich würde es tatsächlich nicht machen, aber das war ja voll im Mainstream. Ja, wenn du es schon mal gehört hast, hast du wahrscheinlich von Richard David Precht gehört. Ja, das kann sein. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, ja. Ich weiß noch nicht mal mehr, in welchem Zusammenhang, aber irgendwie habe ich dieses Beispiel schon mal gehört. Ja, das ist kein Gedankenexperiment, was Richard David Precht erfunden hat. Ja. Das geht ja auch mit anderen Dingen. Es ging nur darum, er nennt es oft Gottvertrauen oder Urvertrauen, so dass man, okay, so mäßig, es wird schon alles irgendwie passen, dass es in unserer Gesellschaft mehr und mehr verloren geht. Das stimmt, ja. Aus verschiedensten Gründen, über die wir nochmal eingehen können. Und also, ich weiß jetzt nicht, ob es da eine offizielle Statistik zu gibt, aber er sagt auch, die überwiegende Anzahl der Menschen würde trotz allem in das Flugzeug steigen, das
wo die ganze Einschaubprozedur 2 Stunden länger dauert. Mhm. Ich glaube, das Problem ist, dass man eine Wahl hat. Also das, weil wenn du eine Wahl hast zwischen was vermeintlich Unsicherem und was vermeintlich Sicherem, könnte ich mir vorstellen, dass viele dazu tendieren, dann das Sichere zu nehmen, ja, weil du eben die Wahl hast und dein und irgendwas sozusagen, ja, aber auch irgendwas zu regeln zu können, also Herr der Lage zu sein, irgendwas machen zu können. Wenn jetzt die Flugzeuge wie beim Bahnfahren immer ohne Kontrollen wären, hätten, glaube ich, auch nicht so viele Leute ein Problem damit. Ich glaube, es kommt da schon so ein bisschen immer drauf an, auf die Historie auch so ein bisschen. Was weiß ich, was passiert ist vorher in den letzten Jahren? Ja, oder Jahrzehnten. Ja, oder ich meine, das ist halt nun mal jetzt seit ein paar Jahrzehnten irgendwie eingeführt worden. Ne? Oder auch jetzt die verstärkten Sicherheitskontrollen seit 2001, das sind ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Yep. Das hast du halt alles im Hinterkopf irgendwie. Und wenn du dann auf einmal vor die Wahl gestellt wirst, hier guck mal, da stehen jetzt 2 Flugzeuge. Kannst dich entscheiden, willst du jetzt 2 Stunden früher einsteigen oder nicht? Also, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass viele auf Sicherheit gehen. Mhm. Aber ich glaube, es hätten nicht viele ein Problem damit, wenn es grundsätzlich ohne Sicherheitskontrollen wäre. Also Leute hatten ja auch früher damit kein Problem. Genau. Ja. Weil in den 90er Jahren oder noch früher gab es im Prinzip so gut wie keine Sicherheitskontrollen. Also wenn wir die heute... Im Vergleich, ja. Im Vergleich. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob du auch, aber zumindest ich, Olli vermutlich auch, sind auch schon in den 90ern geflogen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, das war ist natürlich ein absoluter Witz im Gegensatz zu den Sicherheitskontrollen heute. Da wurde mal in die Tasche geguckt, durch. Wurde es vielleicht nochmal abgetastet und fertig. Aber so einen Scanner gab es auch schon, oder? Also einen Scanner gab es sowieso keinen. Nee? Damals wurde es halt bis da durch und hin und wieder wurde es dann mal abgetastet. Okay, ja. So, fertig. Mhm. Ja, also lächerlich. Mhm. Obwohl, wenn ihr euch erinnert, 70er, 80er Jahre Landshutentführung war viel, viel mehr als heute. Ja gut, das ist halt jetzt die Frage, ne? Warum ist es heute nicht mehr so? Ich nehme schon an, auch wegen den Sicherheitsmaßnahmen. Weil sonst es wird ja danach auch nicht geändert. Es wird ja erst nach dem ersten, eigentlich wird es ja ganz gravierend nach dem 11. September geändert. Mhm, ja, aber auch vorher war es. In den 90ern waren auch schon 90er. In Anführungsstrichen normale Sicherheitsvorgänge. Also da gab es auch schon so einen Scanner, wo du durch musstest, wo die Tasche durchgeschoben wurde und so. Das ist nicht erst seit 2001. Nein, aber davon rede ich ja nicht. Du musst ja heute, wenn du... Also wenn ich heute, egal wo ich hinfliege, gehe ich quasi durch 3 Sicherheitskontrollen durch. Ja, ja. Also heute ist es schon bei weitem mehr gecheckt als in den 90ern. Klar war die Sicherheit auch schon da, mit den Scannern, wie du sagst. Ja. Aber wie auch Andi sagt, also jeder 5. wurde mal abgetastet. Oder wenn du komisch aussahst oder mal nur einen Rucksack dabei hast und 4 Wochen in Amerika bleiben willst. Ja. Dann bist du halt schon verdächtig. Ja, ja, ja. Ja. Ja, was sonst noch? Also die Frage ist ja, die These von Richard David Precht ist ja, dass in unserer Gesellschaft so generell das Vertrauen abhanden gekommen ist. Ja, definitiv. Da stimme ich voll überein. Und auch weil man nicht mehr vertrauen muss. Weil viele Dinge musst du nicht mehr einfach vertrauen. Du kannst sie nachprüfen oder präventiv handeln. Beliebtes Beispiel ist ja, unsere Kinder haben Handys, unter anderem, weil wir sie auch damit kontrollieren können und immer mal checken können, und geht's dir denn noch gut und dies, das, jenes. Das gab es ja früher alles nicht. Früher, wenn du Kinder gehabt hast, bist du rausgegangen und die Mama und der Papa hat gedacht, ah ja, wird schon alles passen und er wird schon zum Abendessen wieder da sein. Ja. Ja? So, das gibt's ja heute nicht mehr. So. Stimmt, ja. Oder du hast deine Kinder auf den Schulausflug geschickt, gell? Also gibt doch keine Eltern, die jetzt heute nicht mal jeden zweiten Tag mit zum Anrufen und checken oder WhatsApp und sagen, ist alles in Ordnung. Mhm. Wenn früher dein Kind auf dem Schulausflug war, hast du 2 Wochen nicht gesehen. Mhm. Fertig. Das stimmt, ja. Wenn du Glück hast, hast du mal eine Urlaubskarte gekriegt. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ist schon richtig, ja. Da hast du wirklich das Vertrauen gehabt. So. Ja, du hast halt keine andere Wahl einfach auch, ne? Das ist ja immer das Ding. Das ist ja das, was ich meine. Wenn du eine Wahl hast, scheinen sich die Menschen doch relativ häufig für das Sicherheitsbedürfnis zu entscheiden. Ja. Wenn du keine Wahl hast, wie früher, weil es keine Handys gab, dann ist es halt einfach so. Dann kannst du eh nichts machen. So. Ich glaube, das ist das Problem einfach. Das ist, dass die Gesellschaft an sich, die ja dem Einzelnen anbietet, auf Sicherheit zu spielen. Überhaupt die Option zu haben dafür. Und ja, aber ich glaube nicht, dass es so komplett verschwindet, das Vertrauen. Also wie du das Beispiel jetzt nimmst, so mit Klassenfahrt oder Kinder gehen raus. Also ich habe schon zu meinen Kindern so das Vertrauen, dass ich weiß, die werden keinen Scheiß machen. Weißt du, so, dass jetzt die Bullen vor der Tür stehen, weil
mein Sohn in den Schrott gemacht hat. Es geht ja auch darum, dass dein Vertrauen nichts passiert. Ne? Dass denen Kinder, genau, das Vertrauen fehlt eher auf der anderen Seite. Genau. Das Umfeld, hätte ich das auch gedacht. Dem du nicht vertrauen kannst, weil du einfach weißt, dank der Medien heute auch, was so halt passieren kann. Genau. Ich mein, aber es passiert ja nicht mehr wie früher. Genau, weiß ich gar nicht, ich kenne keine Statistiken, ob das irgendwie mehr, weniger, gleich also, geblieben ist. Ja, prinzipiell sind ja fast alle Statistiken, was Kriminalität und so weiter angeht, rückläufig. Mhm. Seit Jahrzehnten. Ja. Das heißt, wir haben ja das Paradoxon. Da hatte ich auch schon ganz viele Diskussionen gehabt mit verschiedenen Leuten, wenn es immer geht um Kindesentführung und Kindesmissbrauch. Mhm. Ja, das ist ein ganz beliebtes Beispiel. Mhm. So, du kannst ja dein Kind nicht mehr vor die Haustür lassen, weil direkt in der Hecke nebenan der böse Nachbar laut ja. und dein Kind entführt. Ja. Ja. So, und da gibt's eine sehr schöne Statistik drüber, die, wo du zwei entgegengesetzte Kurven quasi siehst. Nämlich die zunehmend abnehmende oder die abnehmende, mit jedem Jahr abnehmende Anzahl an ich sage jetzt mal Kindesmisshandlung. Okay. Ja? Und genau im Gegensatz zu die mehr Berichterstattung darüber. Mhm. Das heißt, es passiert weniger und es wird mehr darüber berichtet. Und das suggeriert natürlich den Menschen, dass viel mehr passiert. Da draußen ist ja richtig die Hölle los. Ja. Ja? Obwohl es faktisch nicht so ist. Mhm. Ja? So, da kann man sich halt die Frage stellen, also warum ist das so? Und wenn wir es selber relativ einfach überprüfen können, sei es jetzt Kriminalität gegen Kinder, sei es Flugzeugentführung, also das ist ja alles relativ, im heutigen Zeitalter ist ja der Vorteil, man hat zwar natürlich das Problem, dass man seine Kinder überwachen kann, sag ich jetzt mal, und man selber vielleicht vom Handy abhängig ist, der Vorteil ist ja, die allermeisten Informationen sind nur wenige Klicks entfernt. Ja. So, das heißt, warum verhalten wir uns so, als ob alles richtig scheiße wäre, obwohl wir und die Medien das auch, ich sage jetzt nicht alle Medien, ja, ich will jetzt auch nicht auf diesen Fake News System gleichgesteuerte Medien gehen, aber es fällt ja schon auf. Ja? Und warum lassen wir uns dazu einspannen und handeln dem konform, obwohl wir eigentlich wüssten, dass es anders der besser wäre? Ja, ist halt die Frage, ne? Ob das besser ist. Das heißt, im Endeffekt heißt es ja erstmal nur, oder könnte es heißen, dass früher, in Anführungsstrichen, die Leute einfach nicht das Wissen hatten, dass jetzt zum Beispiel viel mehr, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben, Kinder entführt werden, als es heute wissen. Das heißt ja noch nicht, nur weil es heute weniger ist, aber mehr berichtet wird, dass es deswegen okay ist. Also im Sinne von. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Nee, also natürlich ist das der Strafakt ist natürlich nicht okay, aber ich meine, dass man das gesellschaftlich als gegeben hinnehmen kann und von wegen, man muss sich keine Sorgen machen, weil es ist ja nicht mehr so viel wie früher. Das heißt ja einfach nur, es ist vielleicht nicht mehr so viel wie früher, trotzdem eventuell noch eine ziemlich große Anzahl und es wird mehr darüber berichtet, klar, das heißt, es ist mehr den Leuten im Bewusstsein als früher. Von daher, warum sollten sich jetzt Leute nicht Gedanken darüber machen? Also ich könnte es nachvollziehen, dass sich Leute, die Kinder haben, darüber Gedanken machen. Sagen wir mal so. Ja. Ja, also gegen Gedanken machen habe ich auch gar nichts. Aber ich habe halt das Gefühl, dass dir, also dieses ganze Primborium, Sicherheitsmaßnahmen, also das ist ja alles, es schwefft mal alles in einen Topf. Mhm. Ja, wir haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Es wird hier gecheckt, es wird da gecheckt. Hubschrauber-Eltern lassen ihre Kinder keine 10 Minuten aus den Augen. Das ist ja alles, ich weiß ja alles mal in einen großen Topf. Gell? Ein gutes Beispiel ist, finde ich, auch noch die ganzen Kindergartengruppen, die mit Warnwesten rumlaufen, die kleinen Kinder. Zum Beispiel. Die kriegen ja überhaupt nicht mehr mit, dass du normal irgendwie durch die Stadt gehen darfst. So, du musst ja immer irgendwie. So, das ist doch, wenn es jetzt nur um, ich mache mir Gedanken darüber wäre, damit ist gar kein Problem. Aber die ganzen Maßnahmen, die ja tatsächlich stattfinden, ich empfinde das schon manchmal als eine gewisse Einschränkung in der Freiheit. Einfach. Ja. Was macht es mit deinem Kind, wenn du als Mutter oder als Vater quasi nicht das Vertrauen hast in dein Kind, dass du sagst, ah ja, geh mal raus spielen. Das Kind verliert an Selbstständigkeit. Ja, ja, total. Denke ich auch. Das wird programmiert. Alle zu folgen, jede Stunde was muss gesagt wird und für die Zahnräder, da wo sie drin sind, ist das ja perfekt eigentlich. Mhm. Ne? Aber das selbstständige Denken, selbstständige Handeln verlieren die Kinder dadurch. Aufgrund dieser Überwachung oder
äußerste Vorsicht und so. Ja, aber auch Erwachsene. Ja. Nimm da einfach mal das Handy weg. Ja? Fühlst du dich da schon dran gewöhnt? Fühlst du dich da schon halb nackt irgendwie? Ja? So, und dann ist die Frage, was macht das mit uns? Und ist das eigentlich geil oder ist das nicht geil? Das deswegen ist fand nicht ich, geil. Deswegen fand ich es auch total ungeil. Ja? Deswegen finde ich dieses Beispiel mit dem, dieses Gedankenexperiment vom Anfang mit dem Flugzeug so interessant. Ja. Ja? Dass eigentlich wieder besseren Wissens. Oder sagen wir so, dir fehlt quasi das Vertrauen, dass du sagst, ich steige in dieses Flugzeug und ich bin mir nicht sicher, dass nicht irgendeiner von diesen Typen, die mit mir in das Flugzeug steigen, nicht vielleicht doch eine Bombe dabei haben könnte. Ja? Eigentlich ist es ja komplett abwegig. Ja. Weil, sind wir nochmal ehrlich, jemand, der eine Bombe in ein Flugzeug schleust, der nimmt es nicht in sein Handgepäck mit rein und geht durch alle drei Sicherheitschecks durch. Ja? Ja, aber die hättest du ja dann in dem Fall nicht. Bitte? Die hättest du ja in dem Fall nicht, die Sicherheitschecks. So, und wegen könnte das ja dann locker mit dem Handgepäck nehmen. Das ja, aber ist, es ja, genau ist ja früher auch nicht passiert. Ja, es ist halt schon mal passiert. Ja, Promille, es fallen dir halt auch Backsteine auf den Kopf, ja, wenn du aus dem Haus gehst. Deswegen läufst du trotzdem nicht mit einem Schutzhelm durch die Gegend. Ja, aber deswegen hast du überall jetzt auch Netze und so an Baustellen und irgendwie andere Maßnahmen. Es ist ja schon so, dass es in allen Bereichen irgendwie versucht wird, Unfälle, nenne ich es jetzt mal, zu verhindern. Safety first. So, das ist ja, passiert ja überall, ne? Ja, ich meine, du hast natürlich auch der typische Deutsche, hat ja 10 Versicherungen, unter anderem versichert er sein Leben. Ja. Ja. Ich halte es halt für absurd. Ja. Also ich halte es für komplett absurd und ich halte es A, für ein Vorgaukeln falscher Tatsachen. A, nämlich, wenn Flugzeuge entführt werden sollen, ist scheißegal, ob du vorher 30er Checks machst oder nicht. Ja, Punkt A, so haben Entführungen früher auch nicht stattgefunden, ehrlich gesagt. Punkt B, das Leben endet meistens tödlich und eine komplette Vermeidung von Gefahren ist einfach eine Illusion. Mhm. Ja, dann müssen wir alle aufhören, erstmal Auto zu fahren. Ja, ja. Dann müssen wir erstmal aufhören, die Zigarre zu rauchen. Ja. Also weißt du, das sind ja Dinge, ja. Wo möchtest du, wie weit willst du denn die Spirale dennoch drehen? Dass einem Jahr nichts passieren kann. Ja, man, das Leben ist halt gefährlich. Ich glaube eigentlich, dass es viel einschränkender ist für Leute, die sich da dran halten. Also ich meine, dran halten müssen wir uns ja. Wenn wir jetzt fliegen oder so, müssen wir uns dran halten. Wenn du fliegen willst, musst du die Prozedur über dich ergehen lassen. So, wenn du jetzt aber in dem State of Mind bist, irgendwie zu sagen, ich habe so eine Art Urvertrauen, mir ist es scheißegal eigentlich, dann kannst du auch einfach sagen, okay, diese 2 Stunden mache ich halt mit. Interessiert mich nicht. Dann stehe ich halt 2 Stunden in der Sicherheitskontrolle oder gehe durch 3 Checks. Betrifft mein Leben nicht, ne? Wollen andere in dem Sinne, ne? Ich glaube, dann bist du trotzdem noch kopfmäßig relativ frei. Ich glaube, das Problem ist für die Leute, die das wollen. Die dann so wie der Olli und ich gerade gesagt haben, wir würden dann lieber durch die Sicherheitskontrolle gehen, ne? Anstatt das die andere Variante zu wählen. Weil damit machst du dich natürlich relativ unfrei und ängstlich und so, ne? Und ich glaube, das heißt für Leute, die Freiheit wollen oder die so freiheitlich geprägt sind im Kopf irgendwie und angstfrei vielleicht oder so, wie man es auch immer nennen will, für die sollte das eigentlich, finde ich, kein großes Problem sein, durch eine Sicherheitskontrolle zu gehen. Ja gut, es kostet natürlich Zeit. Kostet Zeit und das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber so ist die Gesellschaft halt. Da kann man auch sagen, okay, alles kostet irgendwie mal Zeit oder ist halt eine kleine Einschränkung, aber es schränkt dich ja kopfmäßig eigentlich nicht ein. Aber meine Kernfrage ist, warum ist das eigentlich so? Weil ich sage jetzt mal in den 80ern, bleiben wir mal bei diesem Flugzeugbeispiel, gell? Warum ist das heute anders als damals? Weil ich glaube, spielen die Medien eine große Rolle, jawohl, genau das Wort fehlte mir gerade. Ich meine, du bist informiert über alles, was irgendwo passiert. Du hörst, hier ist ein Flugzeug explodiert, da ist eins in den Tower geflogen, da ist ein Idiot, der meinte, eins zu entführen. Oder du hörst hier wieder, da ist eine Bombe explodiert oder irgendwas. Und ich will nicht sagen, man schürt damit auch Ängste. Aber viele Leute machen sich dann einfach auch Gedanken darüber, über so Themen. Weil früher hast du mal gehört, okay, da ist ein Landshut, ist die Maschine entführt worden. Schlimm gewesen, jo. Aber da kam mal im Fernsehen so eine Nachricht. Mittlerweile kriegst du ja von allen Seiten sowas berichtet. Ja. Das und dass das in den Köpfen der Leute vielleicht diesen Wunsch nach Sicherheit
fördern, ne? Dass du sagst, okay, ja, hier habe jetzt unter den letzten halben Jahr sind 3 Maschinen oder das ist passiert und ah, lieber nett, weil. Das ist ja nicht so. Also es ist, nee, aber ist das, nicht, dass es so extrem ist, aber dass du im Kopf, so im Hinterkopf so ein bisschen hast, so, das schürt so diesen Gedanken nach Sicherheit. Ich frage mich aber gerade, ob die Medien haben sich meiner Meinung nach nicht geändert. Also wenn ich dran denke, wie das früher als Kind für mich war. Nein, nicht, dass die Medien sich geändert haben, sondern dass du die Chance hast, von viel mehr Seiten Informationen zu kriegen. Früher lief der Fernseher, du hast noch die Zeitung gelesen. Heute hast du Internet, du bist immer im Internet. Weißt du, du liest die neuesten Nachrichten. Du kriegst ja von überall, von allen Seiten, kriegst du ja alles Mögliche, was früher nicht so krass war. Aber du kriegst doch nicht, zum Beispiel, wenn man beim Thema Fliegen bleibt, also früher Lockerbie oder Landshut, Entführung. Ja, lief 2 Tage im Fernsehen. Ey, das war ein Riesenthema. Ja. Das hat sich so eingebrannt bei mir, selbst als Kind. Also es war ein Riesenthema jeweils. Aber heute war es noch 9-11. Ja, so irgendwie ja, da wurdest du ja zugebombt von allen Seiten. Klar, da wurdest du zugebombt. Aber seitdem, das 20 Jahre. Das 20 Jahre. Diesen 20 Jahren, kann mich an kein Flugzeug, doch an eins, was da vermisst im Ozean ist. Also ich kann mich auch vorstellen, dass jetzt täglich vergisst wird, dass in Frankfurt irgendwelche Bomben explodieren. Das ist nett, aber du kriegst halt überall mit, es muss jetzt nicht nur Flugzeuge sein, aber auch die Berichterstattung über Terrorismus und dann ISIS hier. In den 70ern, wie viele Leute hatten da prozentual gesehen im Fernsehen? Da bist du halt zu Nachbarn wieder schon auf Fernsehen. Aber was ein Thema da, die RAF zum Beispiel war. Ja, du hast gehört. Ja, aber ich finde, jetzt hast du viel mehr Chancen, noch was zu hören. Weißt du, noch mehr Informationen. Ich bin täglich im Internet und da liest du wieder was und hier hörst du was und siehst was. Also du glaubst, dass die Zunahme an Informationen, die wir konsumieren können, daran schuld ist, dass wir vorsichtiger sind. Ich glaube auch, dass das ein großer Teil ist. Ich glaube, es liegt tatsächlich an der Wahl, die man hat. Ich glaube tatsächlich daran, dass die Gesellschaft eine Wahlmöglichkeit gegeben hat zwischen Sicherheit und Nicht-Sicherheit im Endeffekt. Aber die Wahl gibt es ja nicht mal mehr. Ja, im Falle vom Flugzeug gibt es sie nicht. Ja gut, im Falle vom Flugzeug gibt es sie nicht mehr, aber jetzt im Falle von, ich überwache meine Kinder, ich gebe meinen Kindern ein Handy mit, ich habe verschiedene Möglichkeiten, mein Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Ja. Ob das realistisch ist oder nicht, ist was anderes, aber ich habe die Möglichkeit, etwas zu tun. Und ich glaube, Menschen sind immer darauf ausgelegt, irgendwie Herr der Lage zu sein, irgendwas zu machen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Sicherheit potenziell zu erhöhen, dann tue ich das. Weil wenn ich es nicht tun würde, dann kriege ich vielleicht die Angst, oh, ich hätte es ja tun können oder sonst. Ich habe eine Wahl, ne? Und ich glaube, das ist das Problem. Und das gab es früher halt nicht. Da gab es halt nur den einen Fernseher, da gab es kein Handy, da gab es vielleicht aus technischen Möglichkeiten nicht die Sicherheitskontrollen, die es heute möglich macht und so weiter. Deswegen glaube ich, dass es eher daran liegt, an der allgemeinen technischen Entwicklung vielleicht irgendwie, plus natürlich auch Medien, die dir halt so die Wahl geben, will ich Sicherheit, will ich nicht. Und die Leute sind halt sicherheitsbewusst. So. Und es geht dann halt immer mehr in diese Richtung rein. Und dementsprechend kommt dann die Politik oben drauf und sieht, da gibt es ein Sicherheitsbedürfnis. Also, nächster Wahlkampf ist hier Sicherheit im Land. So weiter. Und dann geht es wieder weiter und weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, das ist so eine Spirale, die halt irgendwann mal angestoßen wurde, die sehr kontraproduktiv ist fürs gesellschaftliche Leben. Ja. Das heißt, irgendwann wird ja jegliche Verantwortung abgenommen. Naja, das ist ja so ein bisschen das Ziel, oder? Also so von den Technik-Companies irgendwie, also irgendwie so Apple und Co., geht ja immer mehr dahin irgendwie. Möglichst wenig Eigenverantwortung oder möglichst viel abgenommen zu bekommen, zumindest in irgendeiner Art. Also. Ja, Leute werden ja gerne berieselt. Ja? Ja. Leute werden gerne berieselt und Leute haben gerne Informationen jeglicher Art. Gerne in mundgerechte Häppchen, ohne selber viel darüber nachdenken oder recherchieren oder Arbeit reinstecken zu müssen. Ja, deswegen funktionieren Bild-Headlines gut. Also das ist ein bewährtes Mittel, was aber auch schon vor 100 Jahren gab. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen was von beidem, weil natürlich die Zunahme des Medienkonsums oder der Informationsflut wird von Leuten gerne angenommen. Teilweise vollkommen unqualifiziert, ja, nämlich dass einfach nur konsumiert wird, ohne zu hinterfragen. Und das dann einfach einmal komplett durchläuft. Du liest irgendwo, ich sage jetzt mal, dass in Palästina haben die Israelis hier eine Bombe geschmissen. Ja, du liest diese News. So, und ich glaube, unterbewusst können die Leute nicht wirklich hundertprozentig unterscheiden. Das passiert aber in einem ganz anderen Teil der Welt und es hat Gründe A, B, C und D und es ist nicht projizierbar auf die Sicherheitslage in Deutschland. Sondern wird nur gelesen, dass was Schlimmes passiert. Es passiert etwas Schlimmes in der Welt, ich lebe in dieser Welt, also muss ich mich schützen. Mhm. Ja? Also glaube ich, das nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja?
das, was du sagst, ist aber, glaube ich, genauso wahr. Nämlich, dass einem natürlich mit jedem Jahr mehr Möglichkeiten gegeben werden und die aber auch vollkommen unreflektiert genutzt werden. Ja, genau. Ja? Das heißt, ich als Vater, meine Kinder sind jetzt eh so gut wie erwachsen, aber ich habe ja immer noch die Wahl. Ich muss meinen Kindern ja kein Handy geben. Ich muss meine Kinder nicht überwachen. Ich kann meine Kinder einfach rausschicken und sie spielen lassen und kann sie einfach in Ruhe lassen. Diese Wahl habe ich ja. Aber gefühlsmäßig wird diese Wahl ja von immer weniger Leuten getroffen. Genau. Ja. Weiß nicht, was uns das sagt über die Gesellschaft. Ich bin ja mittlerweile auch so weit, dass ich meine kleine Sache, nimm dein Handy wieder mit, damit wenn was ist, was erreichen. Ja. Mhm. Ja, früher, wenn es dunkel wird, kommst du rein. Mhm. Oder im Eins bist du da zum Essen. Wo du in der Zeit bist, waren meine Eltern noch wahrscheinlich scheißegal. Ja, logisch. Ja, aber es kommt natürlich auch dann noch so ein bisschen dazu, glaube ich, dass wenn du eben die Möglichkeit hast, wie deine Kinder können Handy haben, das heißt, dann kannst du deinem Kind natürlich vielleicht auch erlauben, nicht nur vom Haus zu spielen, sondern eben auch 5 Kilometer weiter weg mit irgendwem sonst was zu machen und so weiter. Und ich glaube, wenn dann der Hauptteil der Gesellschaft oder der Hauptteil der Kinder das ausnutzt, im positiven Sinne zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Handy dabei oder so, ich bin erreichbar, ich bin überwachbar oder wie auch immer für meine Eltern, dann lassen die mich jetzt vielleicht auch irgendwo sonst wohin und sonst was machen, irgendwie, was halt vielleicht zu unserer Zeit eher ungewöhnlicher gewesen wäre. Also ich habe vom Haus gespielt mit irgendwelchen Leuten oder sonst wie, ne? Und habe jetzt so meinen relativ kleinen Radius gehabt. Zur Not hätten meine Eltern, glaube ich, einmal um den Block gehen müssen und hätten mich wieder aufgegabelt. Ja. Das ist doch heute auch nicht mehr so. Dann gehen die Kinder oder Jugendlichen in die Stadt, weil sie zu Starbucks wollen, weil sie das machen wollen. Und es passiert ja nicht mehr in so einem kleinen Radius, wo du auch noch so eine gewisse Kontrolle hast. Du kennst die Nachbarn, der weiß, der kennt dein Kind, der kann auch mal gucken und sonst was. Das ist ja alles irgendwie nicht mehr so. Und umso mehr das, glaube ich, dann ausnutzen, um den Radius so zu erhöhen, wo sie agieren können mit Leuten oder was sie machen können, umso schwieriger wird es natürlich für die, die dann das nicht annehmen, die sagen, nee, mein Kind braucht kein Handy oder sonst was. Weiß nicht, ob du dann Bock hast, dass das Kind in die Stadt fährt, nach Frankfurt rein, an die Konstablerwache oder sonst irgendwas, ne? Keine Ahnung. Wo wir wieder beim Vertrauen werden. Kannst du deinem Kind so weit vertrauen? Das ist ja der Punkt. Du kannst, weißt du? Das machen halt alle. Na, ich glaube, das halt auch damals, ich sage jetzt mal in unserer Jugend, ich unterstelle jetzt einfach mal meiner Mutter, dass meine Mutter nicht scheißegal war, ob ich mir irgendwo den Schädel breche. Mhm. Ja? Ich denke schon, dass sie gedacht hat, wäre schon geil, wenn es meinem Sohn gut gehen würde. Ja? Mhm. Aber da kommen wir wieder zu diesem Vertrauen. Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, okay, gehst du raus spielen, bleib aber in der Nähe. Mhm. Ja. Ohne dass das genau definiert gewesen wäre. Genau. Ja, bleib in der Nähe. Aber alles klar, bleib ich in der Nähe. Wenn ich wieder weg wollte, ja, keine Ahnung, zum Beispiel zum Kumpel, der an der Galluswalde wohnt, das wäre dann damals von mir schon so eine Viertelstunde entfernt gewesen, bin ich heimgegangen, habe gesagt, hier Mama, ich will da und dahin, das ist okay. Und dann sagt meine Mutter, ja, ist okay. Mhm. Und dann gehe ich. Und so lief das so früh. Und dann sagt sie, aber sei zum Abend also wieder zurück. Genau, so. Ja. So, und dann habe ich das gemacht. Ja. Und das Vertrauen war da. Mhm. Einerseits mein Vertrauen in meine Mutter in dem Fall, dass ich weiß, wenn ich sie frage, sie mir, wenn jetzt nicht prinzipiell dagegen spricht, die Erlaubnis quasi erteilt, das zu tun. Das heißt, ich habe ihr mein Vertrauen geschenkt, indem ich sie überhaupt erst mal gefragt habe und es nicht einfach getan habe. Und auf der anderen Seite war das Vertrauen meiner Mutter da, die gesagt hat, ojo, wenn ich dem jetzt sage, ja, du kannst gehen, aber du bist zum Abendessen wieder da, bist du zum Abendessen wieder da. Mhm. Und dann hat es funktioniert. Ja, aber ein Kontrollmechanismus zwischen. Ja klar, aber stell dir jetzt mal vor, jetzt bist du 2022 und ich weiß, also ich nehme an bei euch auch, Jugendliche sind speziell, ne? Ja. So, drücke ich es mal aus, und auch jugendliche Gruppierungen sind speziell untereinander. So, jetzt sind alle irgendwie so, dass sie irgendwie Handy haben und sonst was und im Endeffekt relativ viel Freiraum haben. Aber dafür brauchen sie ja kein Handy für den Freiraum. Naja, um die Kontrolle und so ein bisschen zu haben, ne? Und die Kommunikation mit den Eltern und sowas, ne? Alles mal aber schnell. Das ist ja mein Punkt. Ja, aber und jetzt hast du ein Kind, wo die Eltern sagen, nee, du kriegst kein Handy. Mhm. Ne? Ich will, dass es oldschool läuft, so wie du es gerade beschrieben hast. Jetzt bist du der Einzige aus der Gruppe, der sagen muss, ich muss noch mal kurz nach Hause, ich muss meine Mama fragen. Glaubst du, dass das wirklich so funktioniert? Ich glaube. Nein, ich glaube, eigentlich stelle ich mir so vor, die Situation kommt gar nicht, weil die Ansage ist, bis Abendessen zu Hause. Das heißt, wenn du dann in der Gruppierung bist und du bist mit 4 Leuten, die sagen, jetzt weißt du was,
wir haben jetzt ja keinen Bock nach Hause zu gehen, wir machen noch das und das. Mhm. Ja. Nein, die Ansage ist, du bist zum Abendessen zu Hause. Also bist du zum Abendessen zu Hause. Ja. Das ist, was ich meine. Ja, klar, logisch. Aber ich glaube halt, dass die, also ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass es eben Handys und Co. gibt, dass es eben alles ein bisschen unkomplizierter läuft. Das, weil du musst dann eben nicht mehr, weißt du, wenn du jetzt deinem Kind gesagt hast, du bist zu Hause, dann muss es erstmal nach Hause kommen und dann, wie du es beschrieben hast, fragen, darf ich vielleicht doch nochmal an die Gallusfahrte gehen? Aber Michael, das ist doch ein Gattenschwanz. Gell? Weil das würde ja bedeuten, dass quasi, das würde wieder mich als Vater in Zugzwang versetzen, dass ich auf jeden Fall immer mein Handy dabei habe und immer drauf gucke, ob mein Kind sich meldet. Ja, das meine ich ja. Ja, also ich will ja raus. Ja, verstehst du? Ich will nur sagen, dass es, glaube ich, immer schwerer wird, umso mehr Eltern und Kinder das Mittel einsetzen. Ja, ja. Umso schwerer wird es für den einzelnen Vater, Mutter, Familie, das eben nicht mehr zu machen. Ja, das ist ein Gruppenzwang. Das meine ich. Also es entsteht dadurch halt ein wahnsinniger Gruppenzwang, das auch zu machen, weil es natürlich auf gewisse Art und Weise irgendwelche Vorteile bietet, mit Handy zu kommunizieren oder irgendwie so. Ne? Hat ja, also auf irgendeiner Seite, ja auch Vorteile. Genau. Das will ich auch gar nicht sagen. So, ich benutze ja selber auch ein Handy und so weiter. Aber deswegen wird es halt schwer, das meine ich. Und das ist echt eine Herausforderung, glaube ich, deinem Kind oder die Familie so zu strukturieren, dass es eben auf so einer Vertrauensbasis ohne Kontrolle, ohne Handy und sowas funktioniert, wenn die Welt außen drumherum komplett sich darauf eingestellt hat. Ja. Das stelle ich mir schwer vor und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es immer mehr in diese Richtung halt geht. Ja, aber es hat natürlich auch was mit so Aufweichen von Ansagen zu tun. Ja? Das kannst du ja nicht nur auf Kinder beziehen. Mhm. So, weißt du, das Ding ist, bleiben wir jetzt mal bei dem gegebenen Beispiel Vater, Mutter, Kind, wo du sagst, du bist zum Abendessen zu Hause. Mhm. Mann, darüber diskutieren wir nicht, du bist zum Abendessen zu Hause. Du musst mich nicht nochmal fragen. Die Ansage ist, du bist zum Abendessen zu Hause. Das haben wir auch gemacht. Ja, ja. Verhandle ich nicht neu. Ja? Ja. Der Punkt, die Sache, die hast du ja heute auch im Erwachsenenleben. Du hast ein Diensthandy. Mhm. Ja? Okay, Mann, die Ansage ist doch, hier steht im Betriebsvereinbarung, zack, du, ist doch ganz genau geregelt, wie lange kannst du wen, wann erreichen. Na, da scheißen doch Leute drauf. Ja. Du wirst nachts um eins angeschrieben wegen irgendeiner Scheiße. Und dann wird erwartet, dass du auf jeden Fall darauf reagierst. Gell? Und also, verstehst du, das ist ja in allen Lebenslagen, ja, ja, bei Kindern, bei Erwachsenen, ja, überall. Ja? Und das meine ich mit, dir wird zunehmend, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Vorteile, die wir durch Technik haben, nicht mehr die Nachteile überwiegen. Definitiv. Manchmal. Also manchmal, wir haben Vorteile davon, gar keine Frage, gell? Ja. Sei es vom Navigationssystem, es gibt ja viele Vorteile. Ja? Schnelle Erreichbarkeit hat ja auch Vorteile. Ja? Aber es gibt halt extrem viele Nachteile. Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Und es wird halt, aber der Punkt ist, finde ich, dass es halt immer schwerer wird, dadurch, dass es immer mehr Angebot gibt von solchen technischen Möglichkeiten. Mhm. Immer mehr Leute es nutzen und so weiter. Und das halt, das dann, wie du sagst, ist so ein Rattenschwanz. Und da ist es, glaube ich, ganz schwer, irgendwie rauszukommen. Auch wenn du das Arbeitsleben als Beispiel nimmst, wenn du jetzt in der Branche arbeitest, jetzt zum Beispiel nicht IT oder so, wo halt nicht Leute massenhaft gesucht werden, ja, dann und dein Arbeitgeber sagt, hier hast du dein Diensthandy und dein Chef oder irgendwer schreibt dir dann irgendwie nach fünf oder wie lange eigentlich die offizielle Arbeitszeit ist, du antwortest nicht, 10 andere machen es aber, dann hast du irgendwann ein Problem, weil du keinen guten Stand mehr hast in der Firma zum Beispiel. Das ist also die Antwort. Ja, ja. Und zu reagieren. Und das zieht es halt irgendwie hinter sich her, ne? Dass du nicht, also hast dann halt eben nicht mehr so die Möglichkeit, einfach zu sagen, nö, ich mach's so, wie ich es vor 20 Jahren gemacht habe. Es wird halt immer schwerer. Ja. Und deswegen wird sich das immer mehr beschleunigen, nehme ich an, diese Schiene. Wir kommen nicht raus. Mhm. Außer man ist Privatier. Dann obwohl, manche Firmen regeln das ja auch ganz gut. Ja, genau. Siehst du auch, dass es wieder so die andere Richtung eigentlich ist. Genau, weil es ist bei uns. Früher war die Diskussion auch hier, da rufen die an und da muss ich. Ja, bei uns ist die Arbeitszeit von 6 bis 20 Uhr. Mhm. Danach, außer du hast eine Bereitschaft. Aber die machst du ja auch. Ja, ja. Ja, ist dein Job. Hast du ja so. Bereitschaft. Ja, aber die Bereitschaft kriegst du ja auch vergütet, sag ich mal. Also es ist ja nicht so, dass dein Chef anruft, wenn du am Pennen bist und damit rechnest. Bei uns, weißt du, bei uns ist kein Problem, du hast um 20 Uhr deine. Nee, aus, wenn du ein Diensthandy hast. Fertig. Ja. Und morgens um 6 oder um 7 machst du es wieder an.
und fertig. Und so Firma achtete halt auch drauf, also dass es so Fälle eben nicht gibt. Ja. Musste ich aber drum bemühen. Ja. Ja. Auch als Arbeitgeber musste ich darum bemühen, diese Unternehmenskultur und diese Kommunikationskultur zu pflegen. Ja. Dass eben nicht stillschweigend erwartet wird, dass du jederzeit bereit bist. Ist leider nicht überall so, ja. Ja, ich glaube, in großen Firmen könnte ich mir vorstellen, setzt so ein Umdenken ein, so ein bisschen. Ne? Es gibt ja auch das beste Beispiel, finde ich immer noch, ich weiß nicht welches war, die dann halt im Urlaub den Mail-Account abschalten von demjenigen und die Mails aber auch nicht danach ankommen, sondern wirklich, gibt er die Nachricht zurück, die Mail wird nicht zugestellt. Ja. Schreiben sie in 2 Wochen nochmal. So. Finde ich top. Ja, das ist super, ne? Das gibt's ja, aber ich glaube, gerade so Mittelständler und so, da weiß ich nicht, da hast du halt immer noch so den einzelnen Chef irgendwie. Mhm. Und da, glaube ich, ist es relativ schwer, da so ein Umdenken. Ja. Mit 5 Peoples. Ja, wird's schwer, ne? Ja, was sagen wir denn zu Zigarren? Top. Also, bis auf den Abbrand, top. Echt? Ja, meine Schäpp, ich musste mal nachbrennen. Okay. Und sie fusselt auch ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber ansonsten geschmacklich und zugtechnisch. Sehr nussig, finde ich. Ja. Gell? Das wollte ich auch sagen. Mild, ich habe auch so. Leicht würzig. Eine geile Zigarre. Das ist echt sehr gut, ja. Bisschen Nuss, bisschen Pfeffer, bisschen Würze drin, ja, so mittelstark. Ja. Die ist schon nicht schlecht. In der Mecker gibt es die weiter. Ja, also, ich glaube, die haben auch diese anderen Prazo-Serien mehr oder weniger hier auslaufen lassen. Inklusive der Barrel Age und so weiter, die du ja auch nicht mehr kriegst. Ja. Naja, gut. Ja. Cool. Ja, okay, also fehlt uns allen ein bisschen Vertrauen in den anderen. Nicht in den anderen. In einen selbst ja im Endeffekt dann, ne? Und in die Gesellschaft. Ich glaube nicht so wirklich in den anderen direkt, ne? Also ich glaube schon, Vertrauensverhältnis unter Freunden oder sonst was, hat sich nicht groß geändert durch Technologie. Glaube ich auch nicht. Also wäre jetzt mein Eindruck zumindest nicht, ne? Es ist halt wirklich eher so ein gesellschaftliches Vertrauen. Klar, die Gesellschaft ist auch nicht mehr so verlässlich als Schmiermittel, als Bindeglied irgendwie so. Das ist ja nicht mehr so ein Zusammenhalt. Man fühlt sich ja nicht mehr so als eine Gesellschaft. Mhm. Das kommt ja dadurch auch zustande, ne? Ja, und das Vertrauen vielleicht in einen selbst, so dieses Urvertrauen eben, ne? Es wird mir schon nichts passieren. Mhm. Oder wenn, dann ist es halt so. Ja. Das geht halt verloren, ne? Dann legen wir uns doch mal was auf, erlegen wir uns mal was selbst für das neue Jahr. Wir benutzen weniger Ängste, mehr Vertrauen. Mhm. Schön wäre es, wenn das einfach so wäre, dass man sich das vornehmen könnte. Wir haben an Silvester, es gibt so ein Kartenspiel, ich glaube, es heißt Vertellis, irgendwie sowas, weiß jetzt nicht mehr genau den Namen. Im Prinzip ist es einfach nur ein Kartenspiel und das gibt 4 Phasen. Die erste Phase ist so, es wird dir Fragen gestellt über das vergangene Jahr. Was war dein schönstes Erlebnis, was würdest du anders machen, so Sachen. Es wird auch nicht mit Punkten gewertet. Ja. Die zweite Runde ist eine Gruppenkarte, das heißt, du ziehst so eine Karte, dann liest du die Frage offen vor. Du merkst ja deine Antwort und die anderen müssen einschätzen, wie du geantwortet hättest und da gibt es dann Punkte. Mhm. Ja. Das ist aber ein ganz gutes Spiel, um wie man sieht, wie gut man Leute kennt oder einfach auch so. Das ist so ein richtiges Gesellschaftsspiel im wahrsten Sinne des Wortes, weil du Sachen, die du vielleicht in einem normalen Gespräch so nicht anbringen würdest, trotzdem dann äußerst. Mhm. Ja. Deswegen bin ich heute eigentlich auf dieses Ding gekommen. Eins wegen diesem Spiel, anderen, weil ich einen Podcast mit dem Precht gehört habe und da genau das aufgegriffen worden ist. Und da war das halt auch Thema. Ja. Also Vertrauen in andere und kann man anderen vertrauen, obwohl man sie nicht gut kennt, dass man einfach das hat so, ja, das wird schon, das klappt schon, weißt du? Aber, und ich muss keine Angst haben, es wird schon irgendwie funktionieren. Mhm. Ja? Und da habe ich schon das Gefühl, dass es vielen Leuten fehlt. Ja? So dieses, jo, läuft schon. Das blinde Vertrauen. Läuft schon. Wird schon gut gehen. Ja. So diese Mentalität, habe ich schon das Gefühl, dass es abhanden gekommen ist. Nicht überall, bei allen, aber so gesamtgesellschaftlich.
Ja, das glaube ich auch. Und wo du das gerade sagst, fällt mir noch ein wichtiger Punkt, ist, glaube ich, auch, dass es so ein sich gegenseitiges Befeuern im Endeffekt ist, weil wenn du jemanden vor dir hast, finde ich, eine Person, die das ausstrahlt, dass sie Vertrauen hat in dich, in ein Projekt, in irgendwas und sich dadurch irgendwie auch verletzlich macht, ne? Weil sie eben nicht irgendwelche Schutzmechanismen direkt auffährt und sonst was hat, dann bist du, glaube ich, als Gegenüber, weil du ja immer noch Mensch bist, die meisten zumindest, doch auch eher dazu geneigt, dieses Vertrauen nicht zu missbrauchen. Ja. Wenn du jemanden gegenüber hast, der eh schon so auf Sicherheit und hier und naja und wer weiß und es könnte und wenn dann so, dann so und wir machen noch den Vertrag und das und das und das, dann sind die Leute doch schon ganz anders gepolt und es ist schon eher so ein bisschen auf Konfrontation auf irgendeiner Ebene und dann wird auch das in Anführungsstrichen Vertrauen auch eher nicht missbraucht, aber halt nicht eingelöst. Es findet dann erst gar nicht mehr statt. Genau. Das ist gar nicht erst Bestandteil deines Agreements. Genau. Ja? Weil wenn du ja schon, deswegen mache ich auch ganz oft so, wenn ich mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Deals oder Geschäfte mache, ist Handschlag. Mhm. Ja, so, ey, ist doch klar. Wir haben, könnte ich so, dass ich auf einen Bierdeckel skizzieren könnte, ist doch ganz klar. Wir haben das ausgemacht, so müssen wir nicht. Ja. Ein Mann, ein Wort, Style. Ja, genau, im Endeffekt, Und ja, gebe ich dir noch kurz eine Clash, das ist auch so, wenn schon die Vorbereitung in irgendetwas schon länger dauert, wie vielleicht das eigentliche Projekt, dann denkst du, Alter, okay, willst du jetzt den Vertrag mehr machen, weil du schon denkst, dass ich dich bescheißen werde? Was ist für eine Grundlage? Mhm. Gell? So, ja, voll. Aber das natürlich, ja, es hat auch, ich will nicht sagen Überhand genommen, aber das grassiert schon. Ja, dass Leute sich absichern. Das Blindvertrauen geht verloren. Genau. Ja. Ja, Trust in Cigars. Genau. Ja. Wollen wir die werten? Ja. Mhm. Olli? Eine gute 7. Da schließe ich mich an. 7 finde ich gut, überdurchschnittlich. Preis okay, also 7. Ja, finde ich auch. Mit 7 kann ich gut leben. Da ist eine gute Zigarre serviert, oder? Ja. Guter Einstieg ins Jahr. Ja. Ja. Sehr guter Einstieg. Der letzte Podcast im letzten Jahr. Ja. Das war nicht schwer. Ja. Ja, schön. Wenn ihr eine Meinung zu Vertrauen habt, vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders da. Schreibt es in die Kommentare bei YouTube, wenn ihr YouTube schaut. Ansonsten danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.